Lara Almarcegui. Ist eine spanische Künstlerin und ist eine von sieben oder acht Projekten, die wir haben, die nicht wirklich ein Kunstwerk im klassischen Sinne eigentlich vorstellen. Ist ein Werk, das sehr prozesshaft operiert, das eine Untersuchung, eine Feldstudie in Zürich-West angestellt hat. Lara Almarcegui ist bekannt geworden, indem sie eben sozusagen die Ökobilanzen der Architektur und der städtebaulichen Maßnahmen analysiert hat und sie in Skulpturen transformiert hat, in Installationen. In der Sezession in Wien, einer der wichtigsten europäischen Gegenwartskunstinstitutionen, hat sie beispielsweise das Material, was benötigt worden war, um dieses Gebäude zu bauen, sozusagen in Haufen aufgeschichtet, feinsäuberlich getrennt nach Materialien, aber auch nach Farben, hat eine wunderbare Landschaft ergeben. Hier in Zürich hat sie sich auf eine andere Thematik konzentriert. Sie hat die wenigen noch übrig gebliebenen Brachflächen in Zürich-West zuerst mal gesucht und dann analysiert hinsichtlich erstens ihrer Geschichte. Das heißt also, was war da vorher? Ja, gab es schon etwas vorher? Wenn ja, was? Warum ist es jetzt Brachland zweitens? Und drittens, was für ein Brachland ist es? Was hat es für Pflanzen drauf? Was für Fauna und Flora ist da zu finden? Und viertens, welche Planungsideen gibt es schon für dieses Terrain? Es gibt einen wunderbaren, sage jetzt mal, kleinen Atlas von Zürich-West mit sehr viel überraschenden und auch nützlichen Informationen, wie ich denke, die selbst Menschen, die Zürich-West gut kennen oder Zürich gut kennen, überraschen werden. Und wo findet man den? Wir werden mit der Künstlerin oder wir haben mit der Künstlerin zusammen in der Tagi-Beilage, die wir ja für Arten der City herausgebracht haben wir hier eine ganze Künstlerseite gegeben. Außerdem im Katalog drin, natürlich ist es dokumentiert. Aber das gibt es als Buch, als Künstlerbuch? Dieser Atlas ist sozusagen eine ganze Zeitungsseite im Tagesanzeige, in diesem Supplement, was wir jetzt eben für Arten der City herausgebracht haben am 8. Juni.